Willkommen zurück zu The Long Dark. Weiter geht's. Wir gehen jetzt erstmal langsam Richtung Graue Mutter, dass die ihr Holz bekommt. Wir können ja vorher noch mal bei der Bank vorbeischauen. Das war die Post. Da, Credit Union. Brief der Bank. Guck mal, September 2012. Sehr geehrte Mitglieder, aufgrund der globalen Wirtschaftslage, die Ihnen alle bekannt ist, müssen wir leider unseren Betrieb einstellen. Alle Bankdienstleistungen werden hiermit bis auf Weiteres eingestellt. Das Management. Na, klasse. Finde ich jetzt auf gleich. Super. So, wir haben hier einen Schlüssel und den Tresorcode. Schade, alles Metallstühle. Ich dachte, hier wäre noch ein bisschen was aus Holz. Schlüssel 7 und das hier war welcher Code? 1938. Ich gucke bloß noch mal rum. Alles Metallstühle, schade. So. Also 19. Ja, 30. Moment noch mal. Muss ich zurückdrehen oder was? 19. Okay, ja, zurück. 8. Hallo. Aber schönes Schluss, ne? This gear is starting to slow me down. So, den können wir öffnen. Okay, eine Waffe. Bargeld. Signalpatrone, noch eine. Super. Ach so, die anderen sind gar nicht alle verschlossen. Bloß die 7 war verschlossen bisher. Ist bestimmt noch das ein oder andere verschlossen. Buch.
packt denn einen Schokoriegel in sein Bankfach? Ah, die 15 ist noch verschlossen, die 13 auch. 13 und 15. Und die 20 auch, ja. 13, 15, 20. Okay. So, jetzt gehen wir mal zu der grauen Frau. Die graue Mutter. Die kriegt auch das ganze Zeitungspapier. Es wird wahrscheinlich nicht reichen von dem normalen Holz, was wir dabei haben. Deswegen habe ich das jetzt mal mitgenommen. So. Oh, ich höre einen Wolf. Halt. Ja, geht. So. Als erstes die Stapel Papiere. Okay. 21,4. Zeitungspapier. Ich will da nicht zu viel reinpacken. Es bringt ganz viel sogar, das Zeitungspapier. Bargeld, ja, keine Ahnung. Was bringt denn da eins? Okay, 0,5. 28,8. So, ein Buch. Zack. 29,1. Immer noch eine Menge Bücher mit. So. Super. Ich hätte den Stuhl auseinandernehmen können. Oh Gott, das war gemein. Na komm, wir gehen mal rein. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was es Neues gibt. Oh. So, the outsider returns. You're already doing better than the others. You found the fuel. But did you find any answers? All I've found are wolves, bad weather, and an empty town. It's just as I told you. They're all gone. So. Tja. Moment. J. Das Journal. Das haben wir. Okay, vielleicht kann sie mir verraten, was mit Astrid ist. What really happened here? Seems like people were here recently. Where did they go? Why didn't they call for help or just drive out? The power went out. Who knows the reason? People started to get cold, hungry. They panicked, started to talk crazy. Others walked here from the highway. Some belonged here. Others were outsiders, like you. Did anyone see a woman? Brown hair, would have had a tan jacket, scarf with birds on it, possibly injured. There was an outsider woman. I heard her pass through. She wasn't alone. There were angry voices and... But the storm was too loud. Voices? I lost the voices and I couldn't get them back. Never mind. You did well with the fuel. Now do the same with food. Or I won't last the winter. Ich wusste es, aber Essen haben wir eigentlich genügend da. Was? 10.000? Sammle Essen für die graue Mutter und platziere es in ihrem Kühlschrank. Wie soll der denn aussehen, wenn ich da... Gut, das sind wahrscheinlich Punkte, die pro Essen dort vergeben werden. Alter, was? Lalalala, zack. Die tritt mir trotzdem noch ins Kreuz, wenn ich der die Waffe wegnehme.
So. Küche, 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 Küche. Ich hab hier sehr schönes Hundefutter. Kann ich nur empfehlen, Mütterchen. Ich packe jetzt erstmal das Hundefutter rein. Oh, da sind schon 3000. Sowas ist auch nicht mehr so gut. Kräutertee? Oh. Kräutertee bringt nichts. Hätte ich den gern wieder. Her damit. So, Gipfelbrause, Sardinen. Hier, die gammeln schon. Was ist denn noch gammelig? Tomatensuppe. Hier. Pfirsiche. Schimmliger Schokoriegel. Oh, sind wir schon bei 4000. Wenn ich da jetzt mal so ein okay. Einmannpackung. Bringt so eine Gipfelbrause auch was? Oh ja. Okay, gut. Also das scheint machbar zu sein. Finde ich okay. Hoch, jetzt kann ich hier nicht runterscrollen. Ist das ein Bug oder... Danach möchte sie wahrscheinlich Kleidung. Hätten wir aber genügend dabei, das ist okay. Okay, Kaffee bringt auch ein bisschen. Hier ein Döschen Sardinchen. Fürs Mütterchen. Gräuchen. Hier noch ein bisschen Pfirsich. Da noch eine Orangenlimo. Ein Schokoriegel kriegt sie auch noch. Schmacklose Tomatensuppe. Salzcracker? 7500. Das sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Wir müssen trotzdem selber noch ein bisschen behalten und ich würde gerne wissen, wo wir unser eigentliches Gebäude haben. Schlaftechnisch. Es wird halt gerade Nacht, ne? Ich habe Ich würde mich ja gerne aufs Ohr hauen, aber ich darf ja hier nichts machen. Ich darf mich ja nicht mal hinsetzen. Ins Bett darf ich wahrscheinlich. Oh, das geht? Ich weiß auch warum. Die Tür bleibt nämlich auch offen. Ja, dann würde ich hier eigentlich erstmal schlafen, aber wir müssten vorher trotzdem noch ein bisschen was essen. Futtern wir mal die Sardinen. Dann haben wir noch im Angebot noch einen schönen Schokoriegel vorm Schlafen gehen. Jawohl. Was haben wir denn noch dabei? Erdnussbutter wird eine Menge bringen. Die Pfirsiche. Erstmal öffnen, dann futtern. So. Okay, dann denke ich jetzt gerade erst dran. Ihr meintet auch, ich hätte Essen bei ihr am Kamin auch warm machen können. Ich penne jetzt einfach mal 10 Stunden. Dann dürfte es ja wieder Tag sein, oder? Ja, schauen wir mal. Immer nach Nacht. Ist halt schade, ne, dass die Nacht, ich meine, okay, natürlich total verständlich hier in diesen Gebieten, dass da so lange Nacht ist. So, das sieht doch gut aus. Vielen Dank. War nett. So. Lala. Ich krieg echt langsam eine kleine Krise. Ich weiß nicht mehr, wo wir unser Zeug gelagert haben.
Das ist mir gerade sehr, sehr unangenehm. Ach, warte mal. War das nicht eines der Gebäude? Kann ja fast nur noch, oder? Ich meine, die da hinten waren irgendwie alle nicht begehbar. Okay. Hier sind auch bloß die beiden begehbar. Ich muss da jetzt nochmal überall reinschauen. Es tut mir wirklich leid. Ja. Das war's nicht. Lalala. Was das mit dem Schaukelpferd? Da ist sogar noch Wasser drin. Ich nehme mal noch den Rest Wasser mit. Wir hatten vorhin einen Liter getrunken ungefähr. Super. Letzte Klopfütze. Nee, das. Ach nee, das ist das. Ratlos und doof. Ist eine ganz schlechte Kombination. Und das bin ich gerade. Ich hätte schwören können, das war hier von eins da. Aber da komme ich ja nicht rein. Oh, da hinten jagt ein Wolfenhasen. Da gehe ich jetzt nicht hin, sonst jagt er mich auch noch. Die hier sind halt alle dicht. Außer das hier. Das hier ist nicht dicht. Könnte aber auch das hier gewesen sein. Mit der leicht verschneiten Haustür. Ha. Das Haus besteht bloß aus Küche. Obwohl, ja, doch, das ist es. Ja, genau, hier hinten ist der Schrank. Da hatten wir schon einiges reingepackt. Oh, super. Klasse. Juhu. Bin in meinem Häuschen. So, dann erstmal hier. Haben wir denn irgendwo was Neues, was wir hier mal anziehen können? Eine neue Jacke, die eventuell besser ist? Nö. Ein bisschen besser. Okay. Okay, plus 11 Grad schon Wärmebonus. Hier bräuchten wir halt noch was. Aber finde ich ganz cool, dass der das alles irgendwie doppelt anziehen kann. Hält auch noch ganz gut hier unten von der Haltbarkeit her. Okay, super. Ja. Hier wäre sogar noch Holz drin gewesen. Eine ganze Menge sogar. Guck mal an. Gut zu wissen. So, dann packe hier mal noch ein paar Bücher rüber. Das nimmt ja auch alles. Wenn wir dann losziehen, vielleicht mal irgendwo hin, aber ich weiß auch nicht mit dem Bargeld wohin, dann können wir uns ja hier was rausnehmen. So. Wassertabletten brauchen wir gerade überhaupt nicht. Verbände hätten wir mit, da könnten wir ihr mal ein paar geben oder auch was herstellen. So, dann hier. Wir haben doch aber eigentlich. Ach, da unten. Genau, erstmal das, was wir nicht angezogen haben, kommt natürlich rüber. Ist hier noch Platz? 19 von 44. Ne, von 40. So. Rüber. Rüber. Das noch. So. Essen. Kein Mensch braucht so viel Tee. So, das einfache Werkzeug. Das würde ich mal mit rübernehmen. Gewehrmunition, stimmt, hatten wir ja auch schon.
Steine. Ah, das kommt rüber. Lecker Darm. Können wir uns mit erhängen, falls es hier alles nicht klappt und wir zugrunde gehen. Dann können wir uns den Gnadenstoß selber verpassen. So, ich wollte... Nee, das wollte ich nicht. Ich brauche einen Wetzstein. Ich wollte das Ding bloß reparieren. Wo zur Hölle bekomme ich denn einen Wetzstein her? Wir könnten ja auch einen Dosenöffner andrehen. So, die braucht aber noch was zu essen. Super, endlich wieder in unserem Gebäude. Ja, dann war's das für heute. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.